Hallo Leute, ja, der Fermentierer ist ungeschützt. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass kein Dach drüber ist. Das ist unser Problem. Das bedeutet, wir müssen mal gucken, ob wir was bauen können, damit wir da ein Dach drüber kriegen, ne? Keine Ahnung, ob das klappt. Bauen ist hier und Dach wäre ja da wahrscheinlich. Aber wir brauchen dafür wahrscheinlich Holz. Dann muss ich erst da raus. Jetzt darf ich nicht mehr F drücken, jetzt muss ich E drücken. Ein Spiel macht so, das andere Spiel macht so. Ein bisschen doof, ne? Kernholz. Haben wir kein normales Holz? Doch, aber da, nee, das ist Edelholz. Okay, dann schmeißt das da hin. Das Kernholz ist das normale, glaube ich, ne? Oder? Nee. Das ist das normale. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, ne? So, und dann brauchen wir nochmal den Hammer. Jetzt haben wir hier Dachmöglichkeiten und. Kriege ich das da dran und das klappt dann? Nee, ne? Tja, das wird schwierig, glaube ich. So ist es richtig. Blockiert, das passt. Ja, wenn. Nee, wenn wollen wir nicht, sondern wir wollen den Hammer loswerden. Nee, den Hammer brauchen wir doch. Rechtsklicken wir das und nicht reparieren. Ich müsste damit demolieren, ne? Nee, das funktioniert so nicht. Fehlende Voraussetzung. Ja, ich weiß jetzt nicht. Fermentierer benötigt keine Reparatur. Ne, ich will es auch nicht reparieren. Ich will es ja kaputt hauen, ne? Kriege ich ihn los oder kriege ich nicht los? Das ist hier die Frage. Ne? Ich sehe schon, wir haben nichts gegessen. Oh, ihr seid noch am Großbildschirm. Beziehungsweise noch nicht auf dem Großbildschirm. Das, das und das. Was war das? Birkensamen war okay. Jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Ausdauer, dann klappt das auch mit dem Fass kaputt hauen wahrscheinlich. Geht das auch kaputt? Ich glaube nicht, oder? Fühlt sich nicht so an. Das ist wohl gleich kaputt. So, jetzt haben wir die Bank kaputt gehauen und gleichzeitig auch noch das Fass kaputt gehauen. Auch sehr gut, ne? So, und das bedeutet jetzt, wir müssen schauen, dass wir hier jetzt das Dach nochmal dran kriegen. Der würde jetzt noch gehen, der Fermentierer, also haben wir wahrscheinlich das passende aufgehoben. Jetzt müssen wir das Dach da nur dran kriegen. Würde ich jetzt auch tatsächlich so anbauen wollen, ne? Kriegen wir da sogar noch eins daneben? Ne, ich glaube, dann stürzt es ab, oder? Jetzt brauche ich noch eine Stütze, ne?
Passt das oder passt das nicht? Für mich sieht es aus, dass es nicht passt. Und irgendwo höre ich jetzt hier so einen Typen, ne? Da ist er. Kreuzberg, geh mal so, dass ich dich treffen kann, ne? Kriege ich ihn oder kriege ich ihn nicht? Ah, das ist aber doof jetzt, dass ich den nicht kriege. Ja, das kann ja nicht sein, dass ich den so nicht treffe, oder? So, jetzt haben wir ihn aber. Tag 65 ist dran gekommen. Ja, aber das mit dem Schießen von dieser Empore ist ja irgendwie doof, oder? So, jetzt nochmal das Ganze hier. Irgendwie gefällt mir das nicht, wie es hier so läuft, ne? Also so wäre er ja schon mal richtig, ne? Aber irgendwas ist gleich schon kaputt gegangen dadurch, oder? Vertue ich mich da, ne? Hier stehen ja zwei übereinander, ne? Ich das so hin, nee, ne? Ist noch einer wieder da. Kriege ich den da hin jetzt da drauf? Fehlende Voraussetzung, Holzpfosten, na super. Ich setze hin. So, jetzt wollen wir es nochmal probieren, oder? Ich möchte den da drunter haben. Ganz einfach. Nur da drunter. Irgendwie geht das nicht, ne? Kann ich mich bücken? Ne. Ich glaube, jetzt steht er, oder? Und jetzt ist das auf jeden Fall grün. Der da nicht. Warum gehe ich jetzt so langsam, weil ich umgeschaltet habe irgendwo? Ja. Und wo sind die Wichte? Da ist einer.
jetzt haben wir den auch. Ab und zu geht ja mal was, ne? So, jetzt haben wir das soweit geschafft. Jetzt müssen wir nochmal den Hammer rausholen, rechtsklicken und gucken, was wir den Fermentierer jetzt da drunter gestellt kriegen, ne? Ne. So, jetzt hat's geklappt, ne? Jetzt ist da irgendwas drin. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Sieht zwar jetzt nicht so toll aus erstmal, aber wir können da drunter herlaufen. Wir haben ein Dach drüber, wir haben es halt verlängert. Nur mal schauen, wie es funktioniert, ne? Ja, der Pfahl ist jetzt nicht an der passenden Stelle da, aber anders ging es halt nicht, ne? Ja, müssen wir mal schauen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier dauert. Mischung, gesund, Fermentierung. Gott. Hier können wir jetzt wahrscheinlich noch das Holz, aber es ist nur eins über. Dann fehlt uns was. Harz, Eisen. Ah, gehen wir mal da hinten hin, weil da können wir ja was wegräumen. Das kommt wieder hier rein. Ach, hier vorne lag noch mehr, ne? Na komm, dann machen wir das auch noch gerade da rein. Ein Kupfer ist da noch. Haben wir hier was liegen? Ja, da ist Kohle. Die kommt hier rein. Ist voll, okay. Fünfmal Kohle da, Erz. Kriegen wir das da noch rein? Weiß ich nicht. Ja, geht. Jetzt kommen noch mehr Erz da rein. Kupferbahn haben wir und einen Bronzebahn. Wir haben aber kein. Doch, da oben ist noch dreimal Zinn. Ja, warte mal. Wenn wir dreimal Zinn haben, können wir vielleicht noch was basteln. Dann wollen wir noch mal gucken. Ein Bronzebahn wird es geben. Kann man was aufwerten? Nein. Ausbaustufe benötigte für die Esse. Okay. Stellen wir noch einen Bronze her. Und dann war es das erst. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste wieder gedrückt. Naja, egal. So, das da rein. Das auch da rein. Auch da rein. Naja, jetzt haben wir hohe Ausdauer oder was, ne? Jetzt kommt noch mehr Kupfer. So. Was jetzt mit dem Essen? Aber wir könnten jetzt, haben wir jetzt hier vielleicht aufgewertet, ne? Aber nee, da ist nichts mit aufwerten. Keine Ahnung. Werkbank, noch was reparieren. Haben wir gemacht. Passt alles, oder? Ja, es ist alles repariert. Hier sind noch Federn, die wir da reinlegen können. Und was war das? Ach, das waren Birkensamen. Ja, weiß ich nicht, die waren wenn draußen, ne? Schauen wir mal, hier lagen die vielleicht drin, wenn. Ja. Kiefernzapfen und Buchensamen. Hier haben wir jetzt noch Birkensamen. Irgendwie ist das mit der Kiste nicht so brauchbar hier. Was war da noch drin? Stein. Dann müssten wir hier noch eine Kiste bauen. Kriegen wir noch eine hin? Möbel, ne. Wo ist denn hier eine Kiste? Hier sind nur andere Sachen, ne? Kartografietisch haben wir jetzt. Münzstapel. Vielleicht sollten wir uns da mal Gedanken drum machen. Lederreste. Himbeere. Edel. Okay. Ne, Escape ist hier verkehrt. Da ist die Truhe.
Was fehlt? 10 Holz. Nein. Ich glaube, wir haben kein Holz da in der Form, oder? Zähne, 1. Das heißt, wir müssen mal gerade Holz schlagen gehen. Holen wir uns hier den Baum hier oben, ne? Wohin fällt er? Na da. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir hier gerade weiter. Interessant, dass die Birke auch nur einen Schlag brauchte, ne? Und da liegt noch was. Wollen wir noch einen Baum? Ja, komm, einer geht noch. Nochmal Baumfällen-Bonus gekriegt. So, jetzt haben wir erstmal genug Holz und da kommt ein Unwetter. Da ist noch was von dem anderen abgeschossenen. Da gehen wir erstmal rein, ne? Tür zu. Der läuft wohl noch. Was wollten wir machen? Eine Truhe hier. Gut, und dann wollten wir in der Truhe diese Steine reintun. So, dann nochmal an die Truhe. Hier kommt der Harz rein dann noch zusätzlich. Und hier haben wir jetzt noch einen Samen. Großwerk eine Trophäe, ne, ist gar kein Same. Ne, das war nicht Stein. Stein war da. Da war Stein. So, und wir gehen jetzt gerade rein. Nochmal Werkbank. Schon heile. Wie viele Pfeile haben wir denn? Feuersteinpfeile, okay, da sind zu wenig von da. Stellen wir da noch mal welche von her. Haben wir da 80, das passt erstmal. Aufwerten geht nichts. Das war's erst. Trophäen waren hier, ich weiß aber nicht, ob die dabei war. Ja, ist sogar dahin. So. Hirschfellumhang haben wir. Wir wollten aber noch einen anderen Umhang auch vielleicht noch kriegen, ne? War das hier zu bauen? Ich glaube nicht, oder? Trollumhang. Haben wir doch aus was Troll was gemacht? Lederhelm? Bronze? Ne, da haben wir nichts gemacht, ne? Gut, so, warte mal, wir müssen mal gerade gucken. Bei der Himbeere haben wir sogar hier. Dann nehmen wir die mal gerade mit. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchten, aber hier weiß ich, dass wir 10 davon brauchten für diese Werkbank. Lass uns gerade gucken. Verschiedenes, das war hier. Bronze und Lederreste. Und Edelholz brauchen wir, okay. Warte mal. Lederreste. Das brauchen wir noch. Hier ist das Trollleder.
Edelholz war jetzt noch gefragt, glaube ich. Das ist wahrscheinlich zu. Ach, da hat man noch vier. Ach, warte, das dahin passt. Dahin. So, jetzt ist es, glaube ich, richtig. Das ist noch die Frage. Vier. Jetzt fehlen nur noch die zwei Bronze, nicht Escape drücken. Die haben wir auch noch. So, jetzt den Kartografentisch irgendwo hinstellen. Jetzt ist die Frage, wo, ne? Ja, der muss bestimmt drinnen sein, ne? Aber drinnen haben wir keinen Platz mehr, ne? Ne. Die Kisten, die könnte man natürlich nach draußen stellen, ne? Unsere Hütte ist zu klein. Ja, ne, da passt er nicht runter. Da ist zu. Aber wir könnten hier auch. Warte, den Hammer raus. Das reißen wir mal ab, weil das brauchen wir tatsächlich sowieso nicht mehr. So, und jetzt müssen wir die Hütte mal vergrößern. Bauen. Eigentlich müssen wir das mit dem Dach wieder anfangen, ne? Sieht erstmal eigentlich gut aus, ne? Jetzt wäre das schon mal so. Holzwand halb ist zu klein, ja. Und dann brauchen wir noch Holzwand ganz. Tja, da wird sie nochmal hingehen, auch gut. Geht da auch tatsächlich hin? Fehlende Voraussetzung, wir haben kein Holz mehr. Nein, nicht das Speichern. Das heißt, Holz hacken gehen. Hier ist ein schicker Baum. So, oh, schon alle? Hättest du gedacht, hier reinzukommen, ne? Ist wohl nicht. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier weiterkommen.
Jetzt müssen wir eine Schräge haben. Den muss man umdrehen, ne? Passt. Jetzt brauchen wir das Strohdach wieder. Ich hoffe, es ist irgendwie zu. Jetzt brauchen wir noch eine Spitze. So, das wäre schon mal erledigt. Feuer ist aus. So. Jetzt haben wir hier erstmal was zu reparieren noch. Oh, Folge ist schon ziemlich lang, wa? Fackel Humpen. Wir können einen Humpen bauen. Dann bauen wir doch mal einen Humpen. Haben wir jetzt einen Humpen hier? Wildschweindörfleisch. Ach, hier oben ist er. Okay, aber es ist jetzt gerade ein bisschen doof, weil hier kein Feuer ist. Wir haben doch bestimmt hier eigentlich eine Fackel gehabt, oder? Das fertig? Nö. Können wir hier was benutzen? Nein. Jetzt ist auch das Feuer da noch ausgegangen, oder? Ne, den Kessel will ich nicht benutzen. Ich will da Feuer drunter machen. Jetzt brennt das Feuer da. An einer unmöglichen Stelle sozusagen. Und hier ist doch eine Fackel. Du hast kein Harz. Das heißt, wir müssen erst an die Truhe da dran. Hier war doch eine Kiste, wo das Harz drin ist. Ich sehe sie gar nicht schlecht, weil überall alles alle ist. Komm, das können wir mal stacken. Und jetzt müssen wir kurz mal Fackeln anmachen hier. Die brennt ja noch, aber hier drin ist alles aus. So, jetzt sehen wir ein bisschen was. Ist hier noch irgendwo einer? Können wir erstmal voll machen. Hier muss da auch irgendwo noch eine sein, oder? Hier steht auf jeden Fall auch eine. Das ist schon mal soweit so gut. Wo steht aber hier die Fackel? Dahinter.
Hier ist keine. Ich dachte, da wäre mal einer gewesen. Ach, da ist einer. So, jetzt müssten wir die Truhe eigentlich woanders hin haben, ne? Schön ist bestimmt was anderes, aber ist jetzt erstmal nicht so wild. Mal gerade gucken, wo unsere Fackeln alle sind, ne? Jetzt haben wir kein Harz mehr. Jetzt wachsen hier schon die Blumen innen, ne? Gut, wir kommen auf jeden Fall voran. Aber wir machen erst hier einen Cut. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Müssen wir mal gucken, wie wir da klarkommen mit, oder? Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.